Jo Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wir fahren jetzt fort mit Story und so. Und die Trainerkämpfe lassen wir mal aus. Gibt es hier irgendein Itemradar? Da sind Bären. Gibt es hier vielleicht irgendein Item? Ja. Oh. What the fuck war das für ein Schrei? Habt ihr das gehört? Holy shit. Oh, hier. Kann man im Wasser sich auch ransneaken? Ich weiß es nicht. Whatever. Auf jeden Fall. Gibt es hier vielleicht noch mehr? Nein. Schade, okay. Der Final Fantasy Fanboy. Hallo. Lange nicht gesehen, wir sind uns doch in der Granithöhle begegnet. Nicht wahr? Warte, gleich komme ich darauf. Der Name ist Mimsy, nicht wahr? Hat er zweimal nicht wahr gesagt innerhalb von einer Sekunde? Schön zu sehen, dass du deine Reise gesund und munter fortsetzen konntest. Könnte ja auf jeden Fall glatt mein Channel betreiben. Ich sag genau immer die gleichen Wörter innerhalb von einer Sekunde. Sag mal, Mimsy. Wie du weißt, leben wir in einer großen Welt, auf der eine Vielfalt an Pokémon wohnt. Okay, die jeweils unterschiedlichen Typen angehören. Als Trainer kann man entweder Pokémon verschiedener Typen trainieren oder sich auf einen Typen spezialisieren. Was liegt dir als Trainer mehr? Naja, nicht, dass mich das groß was angeht, aber in deinem Fall würde ich mich durchaus interessieren. Nun gut, ich sollte mich auf den Weg machen. Ich würde mich freuen, dich mal wiederzusehen. Jo, dann hau mal rein. Da sind wir vorhin auch Latias oder Latios begegnet? Ich glaube, Latios sind wir auf einer Route mal begegnet, ne? Nicht Latias. Latias! Was willst du uns sagen? Sollen wir auf deinen Rücken aufspringen? Mimsy? Komm mit. Bekommen wir jetzt Latias oder Latios? Weil alles randomized ist, wird es eh ein Ratzfatz sein. Ich glaube, Latias bittet uns um unsere Hilfe. Also dann, los geht's. Mach mal. Cyborg Ninja. Ja, das fand ich halt scheiße in Omega Rubin und so. Dass man. Also das Fliegen an sich war geil. Aber dass man bestimmte Legis nur zu bestimmter Zeit oder an bestimmten Tagen oder so fahren konnte, das war echt voll scheiße. Und man zum Beispiel Sachen freischalten musste, glaube ich, war das. Dann öffnet sich so ein Portal für Terrakium und all so ein Scheiß, glaube ich, war das, ne? Das hat mir halt persönlich überhaupt nicht gefallen. Ich finde, man sollte jedes Legi, egal wann, zu welchem Tageszeit, zu welcher Uhrzeit, zu welchem Tag, was auch immer, soll total irrelevant sein, meiner Meinung nach. Man sollte jedes Legi fangen können, wo es sein sollte, auch wenn man irgendwas vorher machen muss. Aber gut. Whatever. Was für ein seltsames Gefühl. Angst wäre das falsche Wort dafür, aber ich fühle mich aus irgendeinem Grund verunsichert. Mir ist, als würde ich mich in einem Traum oder in einer Illusion befinden. Mir wurde erzählt, dass auf dieser Insel zwei Pokémon hausen, die das Geheimnis einer mächtigen Form der Pokémon-Entwicklung hüten. Haben wir jetzt einen Mega-Ring? Mega-Ring! Gemeint ist die Mega-Entwicklung. Was wohl jemand auf dieses mächtige Geheimnis abgesehen hat? Stimmt, bis jetzt hatte noch kein Trainer irgendein Mega-Pokémon, ne? Ich glaube, ich habe aber die Funktion auch rausgenommen, weil ich zu viel Angst hatte. Aber wäre schon geil eigentlich. Hätte ich mal lieber drin lassen sollen. Naja, nächstes Mal. Wir sollten dem näher auf den Grund gehen. Das sehe ich ganz genauso. So, und dann gehen wir mal hier die Sache näher auf den Grund. Denen er vor Blue unversucht zu halten. Ja, genau. Bei denen die Erinnerung verblasst, versuchen sie im Herzen zu halten. Alles klar, Digga. Latios. Welch eine umwerfende Erscheinung. Wäre dieses Pokémon ein Stein, dann wäre es wohl ein Wasserstein. Oder warte, ein Funkeschein beschreibt seine strahlende Schönheit noch viel besser. Seht selbst den edlen Stahl-Pokémon nichts nach. No, Ritter Magma. Das sind doch Mitglieder von Team Magma. Jetzt wird mir einiges klar. Latios und Latias wussten sicher, dass sie kommen würden und haben uns deshalb zu sich gerufen.
Wer seid ihr? War das gerade eine Frau war und ziemlich männliche Stimme, aber egal. Oha, Tschüschlan, wie kannst du so reden, ja? Kommandantin Jördes. Alles klar, Digga, Jördes. Das dort ist das Kind, von dem alle reden. Angeblich stellt es sich unständig in den Weg. Aber wer ist dieser vornehm gekleidete Schnösel? Ich werde das Gefühl nicht los, ihn von irgendwo zu kennen. Ist er vielleicht ein Wettbewerbsstar? Mir geht es ähnlich. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ihr beiden verschwindet jetzt besser. Dem einmal bin ich das Pokémon hinter euch. Genau wie dem Megastein, den es bei sich trägt. Ich werde mit nichts anderem mich zufrieden geben, Deutsch. Egal. Also, verschwindet endlich. Niemals. Genau diese Antwort wollte ich hören. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Ich werde die beide solo one-shotten. Denn ich bin Juan Solo. Okay, der war schlecht. Wir müssen Latios vor diesen Schurken beschützen. Latios und der Megastein dürfen auf keinen Fall solchen Ganoven in die Hände fallen. Dann habe ich keine andere Wahl. Ich werde euch vernichten. You activated my trap card. Okay. Genji, Main und Emo-Bitch möchten kämpfen. Emo-Bitch hat aber drei Pokémon. Reckengala, Gladi und Magnetorn. So. Ja. Komplett falsch sind wir hier. Zabro vielleicht? Ich könnte ja Maurice spielen oder Yamari. Ich weiß es nicht. Magneton kann vor allem auch Explosion oder Finale und ich möchte keinen Vietnam-Flashback von letzter Folge haben. Ich probiere mal mit Zabro. Gucken, vielleicht geht da was Gescheites. Ja, Funkenflug, sehr schön. Ja, ach, nicht geone-shottet. Blitzer, okay. Die Blätter. Okay, von mir aus. Wir machen jetzt eine schöne Feenbrise. Bin mir sicher, dass Vulpix Magneton wieder Fokus. Safe. Dann gehen wir auf Galagladi. Es geht auch auf Galagladi. Warum findest du nicht Magneton? Okay, Sword Dance. Spiegelsalve. Oh mein Gott, hat das Damage gedrückt. Holy shit. Damn. So, ich halte mich erstmal. Weil ich weiß nicht warum. Warum sind die CPUs, die einem helfen, immer so Hardcore-Toilette? Ich verstehe es nicht. Die sind halt immer scheiße. Bitte Magneton. Ja, nice, danke. Ein großer, riesiger, verfickter Thread rausgenommen. Selbst für ihn selbst war das ein mega Thread, aber nein. Ach, der Birdo of Galagladi, ey. Reden wir hier. Aquawelle. Angriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. Ich würde ja gern Tackle wegmachen, wenn ich ehrlich bin. Ich kann auch Blubber wegmachen. Aber ich mache lieber Tackle weg. Warum nicht? Wir haben ja Biss, immerhin. Haben wir drei Wasserattacken, was jetzt nicht ganz so krass ist, aber egal. Das passt schon. So, Ponita. Hier möchte ich eher ungerne drin bleiben. Sehr, sehr ungerne. Hübi wäre hier perfekt. Ja. Ich merke einfach, uns fehlt ein Gesteins-Pokémon. Beziehungsweise ein Elektro-Pokémon. Das war ein Crit, okay. Jawohl, schön gemacht. Sollte dieser Genji Main kein Pokémon mehr haben. Laut der Anzeige hatte er nur eins. Gut, Zabro schon 30. Holy shit. Ich glaube, Zabro ist dann das erste Pokémon, was Level 30 erreicht hat. Damn. Und das ist das Pokémon, was vor zwei Folgen erst dazu kam. Oder kam das schon letzte Folge? Ja, letzte Folge. Habe ich doch vorgestellt. Ja, ey, vor zwei Folgen. Ey, egal, wie auch immer. Neues, das wurde verwirrt.
Blubber trifft beide? Okay, das wusste ich nicht mal. Nice. Sehr schön. Labras. Okay. Ups. Egal. Ja, Funkenflug. Ja, alles klar, Digga. Ich glaube, sogar Surfer werde mehr Schaden machen, wenn ich ehrlich bin. Dün, 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 dün. Cool. Heute ist Tag der offenen Legs. Egal, shit happens. Da werde ich auch nichts versuchen, hier jetzt was rauszuschneiden, um das alles flüssig aussehen zu lassen, was weiß ich. Ich lasse es einfach laufen. Mein Schlimmes ist es jetzt nicht, oder? Es ist noch Lags von einer Sekunde oder so gewesen. Ups. Zum Glück greift er nicht direkt an. Ja. Ich weiß nämlich, dass Latias wollte ich gerade sagen. Hier, Labras. Eisstrahl und so kann, aber egal. Oh, der Poison. Glaubt das am Poison? Yes. Nice. Mega geil. Ja, Maria reicht 29. Ich glaube, jetzt sind alle 29, 30. Hornlio. Ein 31er Hornlio. Alles klar. Bam, 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 bam. Ja. War mir schon klar, dass es nicht allzu viel Schaden drückt. Auch wenn es zwei Level über uns ist. Ja, das hat's auf jeden Fall gebracht. Mit deinem Dunkelnebel. Wieso drückt der Dunkelnebel, wenn keine Statusveränderungen am Start sind? Naja, wie dem auch sei. Ey, die hat doch 6 Pokémon! Anstatt 5. Safe, Mann! Erstmal Reflektor oben halten hier. Von Angst gegen physische Attacken. Könnte halt Taube reinholen. Ich weiß aber nicht, ob Taube da so den Unterschied macht. Vom Damage her könnte. Könnte. Nein, du Vollidiot! Oh, wir haben überlebt. Reflektor sei Dank. Alter, für eine Sekunde? Ey, für eine Sekunde dachte ich echt schon, das war's jetzt. Holy shit. Ich weiß nicht, eigentlich sollte Eis effektiv gegen Stahl sein, glaube ich, ne? Glaube ich, oder? War's das? Nee, kann es eigentlich nicht, weil Feuer effektiv gegen Stahl ist. Na, egal. Egal, egal. Auf geht's. Feenbrise. Das hat. Natürlich ein Crit. Was noch sonst? Alter Junge, der Damage, Mann. Natürlich. Hat es nicht gereicht. Schuft, Bodycheck und es did it, bam. Oh, Jesus. Alter. Der Mari 30. Holy shit, war das knapp, ey. Haut er einfach gegen Ende raus. Denkt er sich auch YOLO, auf geht's, Mann.
Abenteuer-Spaßpark bei ihm wahrscheinlich, wa? Dieser Kampf ging aus wie erwartet. Aber gleichzeitig auch unerwartet. Okay. Na gut, ich habe dich ins Visier genommen. Aber jetzt bist du ein Teil eines Experiments. Ich werde dich einer sorgfältigen Analyse unterziehen. Du wirst bis in alle Ewigkeit mein Versuchsobjekt. Versuchsobjekt sein, so. Treten wir den Rückweg an. Nicht so schnell, einen Augenblick, Kommandantin. Ja, voila, jetzt so dünner, Das wäre überstanden, Mimsy. Ach ja. Teile am besten gleich mal dein Team, es hat immer hart gekämpft. Oh, fuck yes, danke. Dein Team wurde vollständig geil. Du hast dich fantastisch geschlagen. Dieses Pokémon trägt einen Megastein bei sich. Ohne dich wäre er sicher in ihre Hände gefallen. Jetzt gib uns schon das Pokémon. Ich bin mir sicher, Latios hat dich inzwischen auch als vertrauenswürdiger Trainer anerkannt. Ist das jetzt wirklich ein Latios? Also ein Latios? Oder ist es komplett random? Also ich wäre für ein Relaxo, das wäre geil. Sieh nur, es bietet dir seine Unterstützung an. Ich glaube, es will dich auf deiner Reise begleiten. Worauf wartest du noch? Schnapp es dir. Latios wurde in dein Team aufgenommen. Da steht zwar Latios. Möchtest du Latios einen Spitznamen geben? Ja. Es ist wirklich Latios. Okay, cool. Alles klar. Ja, du hast ja gefragt, ob du auch ein Pokémon sein kannst. Ich habe ja eigentlich vor ein paar Folgen, beziehungsweise ich glaube schon länger her, gesagt, dass ich das so machen werde, dass, egal, ich nenne dich schon mal Desplayer. Also auf jeden Fall im nächsten Playthrough, falls ich wieder irgendwelche Spitznamen nehmen sollte, werde ich die Leute ausschließen, die darum fragen, beziehungsweise battlen genannt zu werden. Aber hier gilt das noch nicht. Und deswegen vielen Dank, Digga. Warum ich Digga gesagt habe, egal. Vielen Dank, Desplayer, dass du meine Videos feierst. Vielen Dank für deinen Support. Vielen Dank für alles. Und ich hoffe auf weiteren Support. So, wir haben jetzt Latios mit Latios Need und einen Megaring. Das heißt, wir können unsere Pokémon aufs Ultra-Level digitieren lassen. Beziehungsweise Jogress, komm da. Wir nehmen jetzt Jogress, okay, weil es Special ist. Seine Special Evolution. Wenn du diesen Mega-Armreif trägst und eng mit einem Pokémon in einem Team befreundet bist, das einen passenden Blablabla, ja, die Freundschaft hat einfach nichts damit zu tun, aber gut, okay. Ja, alles klar. Ich hoffe, der Mega-Armreif, den du gerade erhalten hast, wird dir helfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. Aber nun lass uns zurückkehren. Zusammen mit Latias, natürlich, es wartet sicher schon auf uns. Alles klar. Ist klar, Digga, ist klar. Alles klar, Latias, mal auf geht's. Rück nach Britannia City. Das ist so cringe gerade, aber... Egal. Gute Arbeit, Mimsy. Danke, du nicht. Du hast mich fast getötet. Ich glaube, es bittet dich, gut auf Latios aufzupassen. Ja, Sigi. Junge, das machen wir doch. Das ist gar nicht so einfach. Okay, ich muss sagen, du hast meine Erwartungen weit übertroffen. Was? Sehe ich so gut aus? Damn. Danke, Mann. Wusste ich aber. So gut und so stark und so gut aussehend, wie du bist. Uff. Ah, beruhig dich, ja. Wirst du sicher Route 119, so wie die dahinter liegende Arena von Baumhausen City, Probleme hinter dir lassen. Genau, hier habe ich nämlich aufgehört, also in Baumhausen City, wo ich dann angekommen bin. Ich habe den oder die Arenaleiter nicht gemacht, das heißt, zum 6. Orden habe ich aufgehört, kurz vorm Schluss sein. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr, ich weiß nicht, ich habe es nicht mehr gefühlt. Aber jetzt, wo ich es nochmal spiele und vieles davon wieder blind, weil ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern kann, nur so an Puzzleteile. Finde ich es doch ganz cool. Also ich habe Omega Rubin aufgehört. Rubin und Saphir damals durchgesuchtet. Mehrmals. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, wirst du bestimmt noch mal ein ganz Stück erwachsener sein. Ich bin schon sehr gespannt, wie du dich weiterentwickeln wirst. Bis dann. Okay, hau rein. Wir sind jetzt wieder free to go. Mit Desplayer auch 30 direkt. Das freut mich. Das freut mich übelst hart, dass es direkt auf unserem Level ist. Das ist geil. Also, Desplayer... Special Tank. Ich glaube, das ist eher ziemlich kacke. Aber, ja, was will man machen? Auf Level 30 mit den Attacken Heilwoge, Feuer oder im Scheinwerfer und C-Bam. Ist vom Wesen sacht.
Wahrscheinlich kann es die Attacke Scheinwerfer, weil es immer Batman zur Hilfe ruft, wenn es Probleme gibt. Versteht ihr? Weil Scheinwerfer und Batman-Signal und... Okay, alles klar. Zypern, Anwender nutzt seine... Bro. Suggestivkräfte. Suggestiv? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Wort noch nie in meinem Leben gelesen, gehört, was, geschweige vorgelesen. Um eigene Statusprobleme auf das Ziel zu transferieren. Heißt das... Zählen Verwirrung und so auch als Statusproblem? Lass es mich mal wissen. Ich glaube ja, oder? Oder meinen die damit nur Paralyse, Giftung, Brennung und all so ein Scheiß, ne? Ihr wisst, was ich meine? Feuer Odem, stark, Heilwoge, Anwender löst ein, bla 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 und halt dabei das Ziel mit der Hälfte seiner maximalen KP. Immer gut. Scheinwerfer scheint auch eine gute Attacke zu sein, was eventuell sogar noch die Special Death sinkt und C-Bam neutralisiert uns. Im Prinzip, beziehungsweise nicht neutralisiert uns, sondern... teilt unser Leid mit den Gegnern. Was doch eigentlich ziemlich cool ist. Wir speichern eben ganz schnell, es dauert eh nur 0,1 Sekunden. Zack, hier habt ihr gesehen. Okay, 0,2, ich geb's zu. So, hier können wir uns aber noch kein Pokémon fangen, weil es immer noch Route 118 ist. Hier können wir rechts lang gehen. Oder auch nicht. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, bam, schall, qua, schall, qua, ich will die Pussy von dir schlecken, dürürün, flinch. So. Ich würde sagen, machen wir die Folge etwas kürzer. Machen wir hier gleich Schluss. Und wenn ihr die Folge bis hierhin geschaut habt, dann lasst es mich wissen. Sollen wir nördlich oder sollen wir östlich? Und wenn ihr nicht wisst, was östlich ist, es geht N-O... N-O-S-W, so, sorry. Ich hatte gerade was im Hals. Marmolida. Und wie ihr euch das merken könnt, ist einfach N-O-S-W. Nein, ich weiß, aber irgendwie... Warte, gab es nicht so einen Spruch? Nie ohne Seife waschen oder so, ne? Gab es doch. Und wieso? Aber ich weiß, ein Kumpel damals von mir wollte cool sein und hat gesagt, nie ohne Seife wichsen. Aber ja, okay, das ist so eine andere Sache. Wir hauen einfach mal Taube ins Geschehen. Taube auf Gedert, Schutzschild, ja, du bist so hart competitive für meine rechte Arschbacke, ey. Aeroas. Ja. Gut. Hat ja echt extrem viel Schaden gedrückt. Stahlflügel. Ach, come on. Stahlflügel. Ja. Alles klar. Einmal und nie wieder. Warum habe ich eigentlich Stahlflügel gegen ein Wasser-Pokémon eingesetzt? Ich weiß es nicht. I don't know. Keine Ahnung. Warum spiele ich nicht einfach Yamari oder Maurice? I don't know. Frag nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Wir machen jetzt erstmal eine Mega-Entwicklung, weil wir es einfach können und machen direkt Feuer-Odem. Weil wir es auch können. Machen so. So. Und machen wir so. Das Pokémon macht so. Und macht so. Ne? Alles klar, meine Soundeffekte on point. Bro! No joke. Latios nimmt einfach die Hälfte der Kamera. Vom Platz weg. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Oh Gott, es ist irgendwie unser Zuhälter oder so. Wohl von so einem Fisch möchte ich nicht gerne die Ho sein, wenn ich ehrlich bin. Oh, come on! Was ist das für ein Trainer? So, jetzt geht's aber nicht mehr. Tschüss. Alter, was für ein Assi-Trainer. Hübi, erreicht 30. Jawohl. Glückwunsch, Hübi. Jetzt bist du auch unter den 30 Millionären 30ern. 30, ja.
Also Leute, entscheidet, gehen wir nördlich, gehen wir östlich, wo gehen wir lang? Lasst es mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Oder gehen wir einfach Neu-Orden und dann Osten und fangen zwei Encounter, wie auch immer, ich weiß es nicht. Lasst es mich wissen und dann sehen wir uns morgen einfach wieder. Also, ich bin raus. Peace.